Ja, was auch immer in der Möbelwerkstatt abgeht. Er ist wieder hungrig. Gibt's da oben wieder? Ja, gibt ein bisschen Nahrung da oben. So, und die ersten Damen kommen an, um Möbel zu schleppen. Oh, unser Bierbrauer ist bald Level up. Was heißt Level up? Ist bald Meister. Zu viele Rollenspiele, definitiv. So, Asa ist erwachsen. Das heißt, er heiratet jetzt unseren Tischler. Oh, nimmst du immer noch Lehm von hier? Auch praktisch. So, du bist erwachsen. Du wirst unser Pilzsammler. Du bist erwachsen, du wirst erst einmal Kundschafter. Du hast Bierbrauer erfunden, sehr gut. Du mach erst noch dein Möbelstück fertig. Jetzt kannst du heiraten. So, Kundschafter. Du mach mal in dem Bereich die Bäume weg. Du wartest in der Schule, du wirst jetzt erstmal Farmer. So, zum Glück kann unser Bierbrauer direkt am Hauptgebäude beten. Zwar nicht so effektiv. So, die zwei sind verheiratet. Gut. Unser Bauarbeiter baut das Haus langsam fertig. So, du bist erwachsen, dann kannst du schon mal in die Schule gehen. So, jetzt wo unser Kundschafter hier ist. Naja, da muss die Goldmine eben hier hin. Wie sieht's mit der Eisenmine aus? Ja, die macht sich hier recht gut. So. Hier ein Zweifamilienhaus hin. Und ein zweiter Holzfäller. Holzfällerzelt. Hier ist das Zweifamilienhaus. Hier hin. Und dann noch ein Zweifamilienhaus. Erstmal hier hin. Ja. Du wirst Zivilist. Du wirst Pilzsammler. Ziehst hier ein. So, du wirst Steinmetz. Und du dann Lehmsammler.
Jawohl, wir haben einen Tisch, ne? Mach mal noch 5 Möbelstücke und dann reicht's erstmal. Bäckerei wollte ich nicht. Ich wollte... Hier könnte ich eine Goldmine hinbauen. Wir gucken mal, wie sich das ausgeht. So. Du wartest in der Schule. Du wirst Lehmsammler erstmal. Du suchst Schuhe, du wirst jetzt Goldsucher. Ziehst in das Haus ein, sobald es fertig ist. Du wirst gerade zum Lebenssammler gemacht, gut. Du kannst trainiert werden, das ist auch gut. Oh, du ebenso. So, Speermacherei ist fertiggestellt, aber du musst dann erstmal wieder Holz fällen. So, Eisenschürfer. Der hier einzieht. Gut, unser Pilzsammler sammelt fleißig Pilze. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt, das heißt, du hast jetzt wieder Holz. Und ja, Kaserne wird wahrscheinlich hier unten dann platziert werden. Wir haben hier sehr schön viel Schafe. Das ist immer gut. Ja, wo die Goldmine dann, Goldschmelze dahin kommt, ist die große Frage. Ja, nur einer ist obdachlos, weil die anderen beiden habe ich schon Häusern zugewiesen. So, du bist erwachsen. Wo bist du jetzt? Da bist du an Arnora. Oh, uns geht das Weizen ein bisschen aus. Ah, zum Glück sind unsere Farmer jetzt schon fleißig beim Abernten. So, du hast die Warenmenge als Töpfer hergestellt. Hast dich dafür vor den Lehmklumpen da bedient. Auch gut. Dann hau mal weiter Steine. Ah ja, Schuhe.
Du kannst gleich mal Schäfer werden. Als nächstes. Weil Leder haben wir noch einigermaßen genug und Nahrung sowieso. Und ja, irgendwie traue ich mich nicht in dieser Mission den Speedboost anzumachen. So, du bist jetzt nicht mehr obdachlos. Ganz ehrlich, so wie ich unseren Bäcker und so einschätze, wird er dir Nahrung ins Wohnzelt bringen. Oder du bringst dir selber Nahrung ins Wohnzelt. Dadurch hast du auch was zu essen dann. Regelmäßig. Und brauchst keine zusätzliche Frau. So, wir haben den Pilzsammler erfunden, das ist auch gut. Allerdings, bevor wir den Tempel bauen, müssen wir erstmal hier unser Zeug fertig bauen. Womit ist unser zweiter Bauarbeiter eigentlich beschäftigt? Auch mit der Goldmine, oh. Okay. So, du machst jetzt deine Schäferarbeiten. Du hackst Holz. Ja, und im Gegensatz zur heutigen Zeit benutzen sie Messer zum Schafe scheren. Und da ist das Schaf kahl. So, du hast geschlafen. Jetzt könntest du auch mal Nahrung holen und kochen gehen. Ja, sie geht Nahrung holen. Sehr gut. Nur wohin geht sie dafür? Darauf muss ich achten. Nicht, dass sie zu weit nach Süden abdriftet. Ach, geht sie zu den Bärenbüschen da drüben? Ja, ich werde hier unten doch ein zusätzliches Lager brauchen und da ein bisschen Nahrung einlagern. Einfach damit solche Personen, also die Haushalte wie sie und nachher der Haushalt von unseren Trägern nicht so weit laufen muss. So, da hat sie Nahrung gefunden oder steht sie jetzt da nur doof rum?